Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Let's Play Persona 3 Reload. Ich bin Samus Muffix. Wir sind hier immer noch in Tartarus und beim letzten Mal haben wir uns hier so mit unseren wenigen Ressourcen hier nach oben gekrüppelt und wir krüppeln uns einfach weiter nach oben. Wir sind inzwischen hier auf Ebene 17, haben beim letzten Mal hier den nächsten Ebenenboss bezwungen. Ignorieren hier diese verdammten Kisten, die da sind. Ist mir so hart egal. Ich werde meine Zwielichtfragmente nicht opfern. Und stimmen hier weiter nach oben. Sieh dir das an. Die Schatten auf dieser Ebene sind wirklich schwach. Hier können wir den Rush-Befehl ausprobieren. Okay, hatten wir auch schon. Wie gesagt, wenn man Start drückt, kann man die Gegner kaputt hauen. Als würde ich jemals... Also ganz ernsthaft, ich weiß gar nicht, wie man diese Zwielichtfragmente bekommt. Aber ich bezweifle, dass ich in nächster Zeit das einsetzen werde. So. Oh, das sind echt die Standardgegner. Ja gut, dann. Boom. Ah, verdammt, das ist keine Schwäche. Okay. So, haut man die Gegner zur Klump. So, Shuffle Time, Baby. 50% deiner TP. Boah, das wäre echt gut. Aber ich will auch Geld. Ich will Kohle haben. Also die Bonuserfahrung hätte sich hier auf jeden Fall nicht gelohnt. Oh, das ist ein schöner Stock. Das ist ein richtig schöner Stock. Ich glaube, wir hier bleiben wir jetzt die nächsten 10 Jahre. Ich möchte nur mal eine Sache sagen. Also wie gesagt, ich habe bei Persona 3 auch einige Zeit gespielt. Ich sage jetzt mal so 15, 20 Stunden. Vielleicht ein bisschen weniger, so, aber irgend sowas um den Dreh. Und das Ding ist, Persona 3 hat mich dann verloren. Au. Au. Weil das Problem war, das Grinden war in diesem Spiel nahezu für mich unmöglich. Weil es war so, wenn man lange genug da ist, dann ist nämlich der Reaper aufgetaucht. Und der Reaper ist natürlich eine klassische Persona. Gibt es also klassische Persona? Wie gesagt, das ist dort nicht das Einzige. Ach, das war schon mit der Ebene. Nö, stimmt nicht. Hier noch. Der halt immer auftaucht und halt im Endeffekt ein sehr, sehr starker Gegner ist. Das Ding ist, der Reaper in zum Beispiel Persona 5, der taucht ja nur in Mementos auf. Persona 4 war da in Kisten versteckt und man wurde gewarnt. Der in Persona 3 hat dich konstant verfolgt und wenn er gekommen ist, warst du tot. Und das war für mich halt echt das No-Go, weil wie gesagt, Persona 3, das Original, also fand ich deutlich knackiger als das, was wir jetzt hier haben. Können ja auch mal Items droppen? Danke, das sind meine Lebenssteine. Ah, zähl das vorne Angriff. Oh nein. Ja gut, Garou, bei ihr, das ist wurscht. Sehr schön. Und den, der macht die neue Runde. Und wie gesagt, es war mir halt mehr oder weniger unmöglich, in dem Spiel vernünftig zu grinden. Ich weiß gar nicht, ob es auch diese Zwielichtfragmente gab, also es war mir, wie gesagt, deutlich zu knackig und ich bin froh. Ja, also nicht froh, aber ich bin halt traurig, dass ich da gescheitert bin. Aber es ging halt, wie gesagt, nicht. Also ich hätte schon schaffen können, ich meine, wie gesagt, also seid ihr halbwegs Persona-Veteran, Schimmiger mit Tense-Veteran. Aber wie gesagt, mir war es dann doch ein bisschen zu ermüdend. War halt, wie gesagt, weil ich da so mega im Hype von Persona 4 war und Persona 4 ist halt da doch ein bisschen streamlineter. Der wieder. So, wieder überleben. Aber das ist mir wurscht, Mann. Danke, bau drauf. Mir gefällt ja immer, wir sind so perfekt koordiniert. Was machen wir? Wir hauen einfach random auf ihn drauf. Ja, macht gar nicht wenig Schaden. Alles gut, alles gut. Komm, dafür habe ich mir Shuffle Time verdient, oder? Die Antwort ist nein. Die Gegner bei dem Stock sind auch mega schwach. Ich habe auch immer das Gefühl, dass... Also zumindest war es mal so in Persona. Wenn die Schatten kleiner sind, dass man weniger... Dass sie weniger Power haben. Boah, können die Gegner mal gegen irgendwas... immun sein, wo auch... wo nicht nur Maxi eine Stärke dagegen hat. Nee.
Ja, genau, sie ist sehr schön. Greif Takeban. Die steht drauf. Meine SP sind halt schon wieder sehr, sehr knapp. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig jetzt beim Einsetzen von Skills. Also ich glaube, so 4-5 Ebenen müssten wir noch schaffen, damit wir hier zum ersten Lock kommen. Also so weit weiß ich zumindest, habe ich es auch noch geschafft. Teleporter. Ja. Der muss auch keine Skills, keine Magie ansetzen, der muss draufhauen. Passt genau zu seinem Charakter. So, Special Key. Also, Item. Lebensperle. Takeba. Aber wir kriegen das hin. Das Ding ist, ich hatte ja Persona 5, war bei mir natürlich ein also mein letzter Durchlauf mit Persona 5 war ja ziemlich entspannt. In Persona 5 Royal, auch wenn es da kein Safe Game Import und sowas gab. Ich kann es ja ziemlich in- und auswendig. Und da ging es das jetzt doch ein bisschen schwerer. Mach die Hand platt. Sack. Okay. Und dann Zio mit Pixie. Ah, ich müsste eigentlich mal Fornius hier ein bisschen einsetzen, dass der mal neue Skills lernt. Pixie. Und jetzt haut sie nieder. Aber läuft bis jetzt ja eigentlich ziemlich gut. So, Shuffle Time. Noch ein Fornius. Du hältst mehr Erfahrung. Die Gegner geben so wenig Erfahrung hier. Deswegen machen wir Fornius. Kommt der Herrscher. Es liegt ein bisschen nach oben. Und Fornius kriegt wahrscheinlich gleich direkt ein Level Up. Das heißt, er lernt die Schuss. Na, nicht den Schusskill. Schade. Okay, auch in Ordnung. So, das ist natürlich auch ein Unterschied, also wieso ich zum Beispiel Persona 5 sehr schätze. Persona hat noch nie gutes Level-Design gehabt, bis Persona 5, also Dungeon-Design. Persona 5 hatte, da ist wieder einer von diesen Monsterräumen. Man muss hier halt echt aufpassen, weil man denkt immer, hier sind keine Gegner. Und dann tauchen sie halt auf. Okay, das ist ein doofer Fight. Kein Crit. Schlecht. Ja, bringt mir aber nicht weiter. Okay, sehr schön, dass du ihn angegriffen hast. Ach verdammt, seine Schwäche war erwähnt. Oh, ich bin ja dumm. Oh, ich hätte doch zu Takeba wechseln können. Das war gerade echt eine dumme Option, Mann. Und Takeba hat auch deutlich mehr SP als ich. Ah! Naja. Man lernt aus seinen Fehlern, oder auch nicht. Ich war mir gerade irgendwie sicher, dass seine Schwäche Elektrizität war. Ne, er gehört 50% deiner Leben. Was haben wir hier? Marin Karin und jetzt das Geld. So, passt. Diesmal nehmen wir wirklich mal das Heilen. Das lohnt sich hier. So. Eine Kiste. Also das sind auf jeden Fall die schönsten Areas. Hier gibt, kann man sich ja auch heilen. An dieser lustigen Uhr. Dreh dich um, dreh dich um. Ha! Diesmal habe ich die aber von hinten erwischt. Macht nur den platt. Ah, schön. Ich dachte, das ist nur 19 Schaden. Klick ab, so. Ja, mit Qual belegt. Belegt mich mit Qual.
Ihr seid aber echt eine Qual, so. Au. Das stört ihr nicht. Denn Jumpy ist unbesiegbar. So, Item. Uns gehen die Lebenssteine aus. Okay, danach müssen wir die guten Items nehmen. Ich wäre mal wieder schön, wenn ein paar Dinger droppen würden. Trafui. Okay. Nochmal Kiste. Auferstehungsperle. Natürlich, wenn wir sterben, können wir uns dann mit 50% Leben wieder aufstehen. Wo ist der? Ei! Junge, das ist die hässlichste Kombo an Gegnern. Hast du überhaupt neues SP? Okay, 8 SP. Wir sind so hart am Knüppeln, Mann. Aber okay. Der wird weggeburnt. Bam. Und ich kann noch 4 Skills mit ihm einsetzen. Okay, okay. Nein, 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 nein. Nicht aufhörst. Jack Frost, mein Boy. Haha. Boah, nicht schlecht. Und haut den vermaledeiten Käfer weg und das Schlimmste ist, er überlebt es auch noch. Jumpy! Du bist doch der einzig wahre Anführer. Er ist der Einzige, der bis jetzt kurz mit physischen Attacken rausgehauen hat, Mann. Oh, Aramitama. Yes, baby! Läuft so gut, Mann. Läuft so gut, Mann. Nur nicht sterben. Was aktuell nicht so leicht sein könnte. Okay, die Uhr werden wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr nutzen. Wie gesagt, wir haben noch so 2 Floors, die wir schaffen müssen. Wir haben immer noch nicht den Aufgang gefunden. Na doch. Ja gut, das bringt uns jetzt eh nicht weiter. Wir gehen weiter nach oben. Die habe ich sicher schon besiegt. Auf dieser Ebene scheinen keine Gegner zu sein. Moment, was ist hier los? Auf der nächsten Ebene gibt es auch keine Gegner. Ah, das scheinen besondere Ebenen zu sein. Ihr müsst nach oben gehen, um sie zu untersuchen. Bin neugierig, was auf der nächsten Ebene. Was? Ich wollte doch nur kurz speichern. Lass mich doch speichern spielen. Ja, gut. Dann schauen wir, was auf der nächsten Ebene ist. Oh, wir haben es geschafft. Diese Ebene. Das ist eindeutig. Weißt du noch, Shepard? Erinnert ihr euch, dass ich euch erzählt habe, der Tartarus sei eine riesenähnliche Grenzen mehrere Bereiche aufgeteilt? Ich glaube, das ist eine dieser Grenzebenen. Ich spüre gerne Gegner. Würdet ihr euch mal umsehen? Okay. Oh, Leute, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben es erreicht. Wir haben es erreicht. So, das ist wieder eine der Kisten. Sehr schön. Altes Dokument. Die Erweiterung des Stromnetzes ist abgeschlossen. Die Leistung erstaunt mich. Wozu braucht eine Insel, auf der es nur eine Schule gibt, so viel Strom? Aha. Es scheint weiter nach oben zu gehen, doch der Weg ist versperrt. Wir kommen im Augenblick wohl nicht weiter. Machen wir für heute Schluss. Wir sind ein ganzes Stück vorangekommen. Glückwunsch, gute Arbeit. Oh! Ja, war's das wohl. Ah, wie kommen wir an einem Hindernis vorbei? Der Tartarus verändert sich jeden Tag, oder? Vielleicht ist der Weg morgen dann ja nicht mehr blockiert. Leider scheint diese Logik hier nicht zu gelten. Auf einigen Ebenen gibt es feste Strukturen und Grundrisse, sowohl auch auf dieser. Vielleicht hat der ein oder andere Faktor es verursacht. Ich recherchiere. Hier müssen wir einfach warten. Komm, hauen wir ab, Maxi. Wenn du im Tartarus aufsteigst, erreichst du irgendwann Grenzebenen, die dich am Weiterkommen hindern. Da es keine Möglichkeit gibt, diese Barrieren aufzulösen, musst du den richtigen Moment warten. Okay. Auf gut Deutsch, lass mir meine Ruhe, Mann. Fand so nett, wieso ich den Teleporter in der einen Ebene davor jetzt nicht aktivieren konnte. So. Ich warp mich jetzt nochmal schnell zur Ebene 17, weil wenn wir schon da sind, ich hau natürlich jetzt meine restlichen SP raus, die ich jetzt noch habe, um ein wenig zu leveln. Weil ganz ernsthaft, jede Erfahrung, die wir zusätzlich bekommen und boah, ich möchte mal zumindest über 20.000 kommen. So, ich gehe dann nämlich jetzt erstmal, also ich versuche jetzt möglichst an den Gegner hier vorbeizulaufen. Ach stimmt, die Ebenen bleiben jetzt auch gleich. Hä? Was heißt der Gegner da hinten? Also nicht der da, aber seht ihr?
Oh, das ist ein Special. Ach, das ist ein Special-Gegner wahrscheinlich. Jetzt verschwind. Oh, wie sich das gelohnt hat. Jo? Das Problem ist, ihr seht es, sie haben so eine hohe Ausweichrate. Das macht die Sache schwer bei den Viechern. Komm, Jack, Jack Frost. Passt. Sie wartet. Jumpy! Jumpy! 323, profane Münze. Ah. Das Geile ist, ihr seht ja, ich kann jetzt einfach durch die Ebenen durchhüpfen. Ich muss jetzt eigentlich mehr oder weniger nichts mehr machen. Das heißt, ach, nee, in dem da, hier kann ich mich auch warpen. Ist kein Problem, weil wir haben hier einen Aufzug, dass wir nach unten gehen können. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier halt nur noch ein bisschen meine SP raushauen. Was brauchen wir denn eigentlich mal so Werte? Nur mal so aus Interesse. 200, boah, das ist schon viel, schon sehr viel. Weil was geben denn die Gegner Erfahrung? Ich finde es nett, dass die Gegner hier in der Ebene eigentlich mehr oder weniger gar nicht stärker geworden sind. Also zwischen dem Boss und danach sind sie immer stärker geworden. Es gab halt nur diesen Stinkelkäfer, den wir bekommen haben. Yori kann jetzt, soll sich nicht so anstellen, Mann. Der hat 3 SP, der kann er keine Ahnung. Nichts. Ich glaube, er hat nicht mehr 3 SP. Sehr schön, Stinkelkäfer. 34 SP, meine Freunde, man, da können wir noch 100 Jahre kämpfen. Weil, im Endeffekt, das ist natürlich auch die Kunst, die Persona generell hat. Nämlich diese Einteilung, wann ich in den Dungeon gehe und wann nicht. Das ist jetzt auch der Grund, wieso ich so weit durchpushen wollte. Ganz einfach, weil ich halt dadurch, ich würde sagen, wir gehen aber nochmal einen Stock nach oben. Vielleicht haben wir nochmal Glück, dass nochmal Hand spawnt. Weil, wie gesagt, halt jede Zeit, die du nicht im Dungeon verbringst, im Endeffekt natürlich ein Vorteil für dich ist. Ja, ja. Mädel! Nicht schlecht. Zack! Und knockt sie aus. Eines P, meine werten Freunde, wir sind all ready. Aber einmal kommt man noch stylisch hier kämpfen. Shuffle Time. Angel, Hammer. Angel ist eigentlich nicht gut. Und ich habe so eine Sias-Gerechtigkeitsding. Machen wir Hammer. Holen wir uns mal Skillkarten. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, Skillkarten kann man beim Fusionieren, kann man das einsetzen und den Gegnern so, den Personas so, so Moves beibringen, aber nicht, dass wir das unbedingt brauchen. So. So, Autoheilung, ihr seht, jetzt haben wir noch weniger SP, aber das ist eh wurscht bei uns, bei einem großen unser Charakter, weil die eh keine SP haben. Das heißt, die Dinger spawnen nach und so können wir mal ein paar Lebenssteine auch noch grinden. Zack! Wer geht mir am meisten auf den Senkel, du da? Definitiv du. Ich weiß, Junpei bleibt in der Party, Mann. Es ist ja immer nett, Mann. Irgendwie ist der Cast von Persona ja immer gleich. Junpei ist im Endeffekt wie Ryuji oder wie Yusuke aus Persona 4 bzw. Persona 5. Ist echt nett im Endeffekt. Der quirlige Typ, der immer hier auftritt und halt irgendwie planlos in der Gegend rumhaut. So, Stinkekäfer. Ja.
So, Stinkekiefer, steh wieder auf. Tja, stirb mich nur gar nicht. Ich hab nämlich voll Leben. Wenn ich schon sonst nichts voll habe. So. Aber ein Level kriegen wir noch hin. Dann kann ich nämlich den Tag hier als erfolgreich abgeschlossen behandeln. Schenke macht Mädels. Silky zu Beginn. Machen wir Silky. Es gibt mir nicht mal mehr Geld, so viele Personen. Oh, ich hab doch Silky. Hä? Oh, das war jetzt dumm. Das war jetzt sehr dumm. Naja, ist halt so. Warte, war das schon die letzte Ebene? Ja, genau, das ist schon die letzte Ebene. Okay, gut. Dann schauen wir uns hier nochmal schnell nach Items um. Ich habe immer noch so 10 Items, Mann. 10 SP, Mann. Solange ich diese habe, werde ich niemals runtergehen. Ja, hauen wir jetzt auch noch schnell raus, Mann. Damit ich jemandem sagen kann, dass ich nichts bereue. Kritisch. One more. Nett hauen, Händlein. Ich will noch einen One More haben. Ja, kein One More. Türkis. Das Wichtige ist halt, sind halt auch diese ganzen Items, die wir hier bekommen. Weil, wenn wir die bekommen, die können wir dann auch außerhalb des Dungeons verkaufen. So, das ist eine gute Gruppe. Weil die Gegner relativ viel SP geben. So, Schlag. Was halt eine größere Gegnergruppe ist. So, Stinkekiefer holt sich. Halt drauf, Stinkekiefer. Du kannst mir gar nichts mehr. Es wäre nett, wenn wir jetzt Game Over gehen würden. Klappt nicht. Klappt. Ich weiß nicht, was Qual macht. Ich möchte es auch gar nicht herausfinden. Einfach heilen. Er lebt schon wieder. Das war jetzt ein bisschen früh. Okay. Naja, geht da. Ist alles gut, Mann. Moxie carried nämlich. So, ein One More noch, oder? Komm, zum Abschluss. Das habe ich mir verdient. Nicht? Okay, gut. Habe ich mir nicht verdient. Tagebär geht voll gut. Sag nicht, wie es bei der Tagebär geht. Ich bin der Captain, Mann. Ich lasse ihr bis zum bitteren Ende kämpfen. Also, das war's. Ich würde sagen, haben wir gut gemacht. Gehen wir zur nächsten Ebene. Jetzt kann ich hier den Aufzug aktivieren. Das ging vorher nicht. Ah, okay. Passt. So, wieder zurück zur Ebene 1. Oh, und dann haben wir es geschafft, Ladies and Gentlemen. Das war ein harter Trip, aber wir sind sehr gut nach oben gekommen. Speichern wir nochmal kurz. So. Und wirklich, also komplett tot, aber die 22 Ebenen gemacht. Das war ein sehr guter, erster investierter Tag. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Jetzt registrieren wir noch unsere Personas und ich muss mir jetzt noch... Jo, registrieren. Ich muss leider meinen Jack Frost wegfusionieren, das ist doof, aber ist halt so. Und zwar zu Omi Makai. Ich könnte auch Orpheus wegfusionieren, aber nö, ich behalte Orpheus. Wofür? Engel brauche ich nicht. Engel kann eh nichts. So. Bufu. Sekunde. So. Machen wir den. Und dann haben wir dieses wunderschöne Hirn. Okay. Gut, damit haben wir auch. Weil, wie gesagt, jetzt geht es um unsere S-Links, dass wir hier ein bisschen. Und auch ein bisschen Abwechslung haben. Passt. So. Eine deiner Skills wird sich gleich verändern. In Ordnung? Nein, definitiv. Nein, 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 nein. Skilländerung vermeiden. Auf jeden Fall nicht. So. Ihr seht, wir haben jetzt hier eine schöne Auswahl an unterschiedlichen Charakteren. Und das wird eben wichtig sein dafür, wenn wir dann hier mal weitermachen mit unseren S-Links. So. Also wenn wir beziehungsweise mal anfangen mit unseren S-Links. Werden wir drum verlassen. Wir haben auch ein bisschen Geld abgezwackt.
haben wir? 15.000 ist doch fast gut. Fast. So, speichern wir nochmal. Und dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir hier zu einem Schlusspunkt, liebe Leute. Ist doch ein guter Moment. Beim nächsten Mal verlassen wir dann Tartarus und dann würde ich sagen, haben wir das ganz gut gemacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.